Baumwolle wurde schon im altbabylonischen Reich in den Handelszentren des Nahen Ostens als das weiße Gold bezeichnet. Baumwolle braucht warmes Klima, um zu wachsen. Ursprünglich kommt sie aus Afrika, Asien und Südamerika, wo Baumwolle auch heute noch angebaut wird. Rund 200 Millionen Menschen arbeiten weltweit in der Baumwollwirtschaft und rund 60% der Baumwolle stammen aus sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern. Baumwolle wächst auch im Süden der USA. Die US-Regierung subventioniert die Baumwollbauern, um den eigenen Märkten Vorteile im globalen Wettbewerb zu verschaffen. Im europäischen Raum findet sich der Anbau von Baumwolle beispielsweise in Griechenland. Ansonsten wird sie in Form von Textilien massenhaft importiert. Wie Tims T-Shirt.